Am frühen Morgen, etwa gegen 5 Uhr, haben in Gronau ca. 15 Aktivisten eine Blockadeaktion gestartet. Sie haben hier bei der Urananreicherungsanlage in Gronau den Haupteingang besetzt, aber auch den Rettungsweg. Am Rettungsweg sind zwei Aktivisten in Bäume geklettert, zwei weitere haben sich auf die Straße gelegt, sodass der Rettungsweg nicht mehr frei war. Wir haben diese beiden Demonstranten, die auf der Straße lagen, mehrfach aufgefordert, den Rettungsweg freizumachen. Letztendlich sind sie dem nicht nachgekommen, sodass wir sie wegtragen mussten. Und hier am Eingang gibt es verschiedene Aktionen. Es gibt zwei Dreibeine, in denen sich auch Demonstranten befinden. Und auf dem Boden liegen Heuballen, auf denen sich Demonstranten niedergelassen haben, sodass der Haupteingang hier auch blockiert ist. Ihre Kollegen beobachten die Szene. Wird es über die Personalienfeststellung hinaus, die heute Morgen erfolgt ist, noch weitere polizeiliche Maßnahmen geben? Das Wichtigste für uns ist, dass wir das hier wirklich beobachten, um nötigenfalls einschreiten zu können, sollte sich die Lage irgendwie verändern. Wir gehen aber nicht davon aus, dass es hier für uns einen Handlungsdruck gibt, sodass wir etwa die Dreibeine abbauen müssten und die Aktivisten aus den Dreibeinen holen müssen. Davon gehen wir nicht aus. In den letzten Jahren war es immer so, dass die Aktivisten ihre Aktion letztendlich beendet haben, die Blockade dann selbstständig aufgelöst haben, und darauf setzen wir auch heute.